Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Trigger Havoc Happy. Happy, happy, happy. Wir sind immer noch dabei, den Mord an Chihiro zu lösen in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben festgestellt, dass Makoto der absolute Held als Detektivspieler ist. Ich meine, er hat gefragt, ob das Blut an der Hantel von Chihiro sein könnte, beziehungsweise ob das denn die Mordwaffe sein könnte, also ein Held im Erdbeerfeld. Wir haben auch herausgefunden, dass Barracuda uns nicht gerne irgendwelche Dinge verrät, die er rausgefunden hat, sondern lieber Zeit damit verschwendet, dass wir sie auch finden. Man kann sich halt auch anstellen. Ist gar kein Problem. So, jetzt sind wir wieder hier, weil darum sprechen wir doch einfach mal mit den Leuten hier. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas raus. Chihiro's presence here was especially weak. Her body and her soul. Two targets, such a helpless being. It's unforgivable. What a wretched beast to do such a thing. I cannot forgive this. Ja, schon hinterhältig. Hat mir mit dir gesprochen gehabt? Dude had a real complex about being weak. You hear Chihiro talk about it, right? All I need to get stronger. Yeah, I do remember she said that more than once. Sure did, which I guess explained the trip down here. But... did you really need to get stronger that badly? Ich glaube, das haben wir gelesen. Das hat man gelesen. Hast du mir was zu sagen? Bist du auch so eine doofe Nuss und erzählst mir nichts, was du gefunden hast, weil wir das selbst rausfinden sollen? Das hat sie, glaube ich, beim letzten Mal auch gemacht. Hey, Kyoko. Have you made any progress on your investigation? Yeah. Generally speaking. But I have to get going. I have something unrelated to take care of. Something besides the investigation? What is it? So? Nothing you need to worry about. Just concentrate on the murder. But... yeah. Before I go, let me give you one piece of advice. You should examine Chihiro's body one more time. Throughout the... Also, a handbook is missing. You might want to determine its whereabouts. Gerne. That's it. I'll be praying for your success. Dankeschön. With that, Kyoko turned and left the girls' locker room. I guess I take another look at the body then. And Chihiro's handbook is missing. That's definitely worth worrying about. Noise! Chihiro's handbook has been added to the truth bullet section of your handbook. Okay, Chihiro. Was hast du uns, dass du uns noch verraten könntest? Kyoko said I should examine the body one more time. And now she said, was auch immer da steht, but I do have my limits. Well, I better give it a shot anyway. Let's see. Chihiro's hands are bound with what looks like some kind of rope. The rope was used to prop her up in a kind of crucifix position. Huh? This rope has a plug. Wait, so then this isn't a rope at all. It's a cord, electric cord. But the more I think about it, the more that's not the only thing that concerns me. Chihiro's fatal injury was the blow through the head, which means someone struck her in the head in order to kill her. That's right, there's the issue of her being suspended and a fatal blow. At first I didn't see any reason to think too much about either of them. But seeing them again after looking through the Genocide Jack file, something's not quite right. Du meinst die Tatsache, dass wir nicht eine einzige Schere haben am Tatort? Was gar nicht auffällig gewesen ist oder so, schon beim ersten Mal, nachdem wir das Buch hier angeguckt haben. What does this all mean? Noyes. Status of the dead body has been added to the truth bullet section of your handbook.
Well, the one thing most likely to tie all these mysteries together is the true nature of the rope that was used to suspend Chihiro. And to figure that out, there's a certain place I need to revisit and look over again. Plus, it might help to look at the Genocide Jack case file one more time. Wo willst du denn hingucken? Wo könnten wir einen Court haben? Da, wo es die Monitore gibt? Im Lagerraum vielleicht? Weil hier gibt es ja nichts mit Kabel. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ach, da geht's zum Pool. Entschuldigung, ich dachte, das ist der... Es gibt Mord Jack? Noch mehr? Chihiro's hands are bound with what looks like some kind of rope. But this isn't actually a rope at all. Still, it's not the only thing that concerns me. The fatal injury, blow, which means the killer struck her in the head. At first I didn't see a reason to blah. Ja. Yeah, this is all me. I can't stop thinking about a rope that was used to suspend. There's a certain place and the file. Honore. Das war, das sagte mir nichts anderes. There's a big bloodstain on the dumbbell on the floor. The Monokuma file said that the fatal injury was caused by a blow to the head. The dumbbell has to be the murder weapon. There's a bloodstain on the carpet. It could only have been caused by Chihiro's murder. Was willst du denn noch, dass wir uns angucken? Das Poster mit dem Blut. It's the bloodstain poster. The blood is the most noteworthy part, but... The big-breasted swimsuit model is pretty noticeable too. A girl's locker room doesn't seem like the kind of place you'd find something like this. Oh, but wait, that reminds me, that poster in the other locker room is... That's right, there's definitely something strange about this. In the boys' locker room, warum sind die Poster eigentlich zerknittert? Seht ihr die Knitter? Die Knittertextur? In the boys' locker room, there's a poster of a popular boy band. In the girls' locker room, there's a poster of a big breast swimsuit model. Could the posters have been switched? But if there were, why? What reason would anyone have? Maybe I should talk to someone who knows a little more about the locker rooms. Noise! Two locker room posters has been added to the truth bullet section of your handbook. Naja, vielleicht gibt's auch Frauen, die lieber großbrüstige Frauen als Poster bei sich hängen haben. Who knows? Sakura weiß das ganz bestimmt. Die kennt vielleicht auch die Boyband. You spend a lot of time exercising in the girls' locker room, right, Sakura? Warum? Was mich jetzt gerade ein bisschen wundert, die sagen ständig Locker Room. Locker Room ist für mich der Umkleideraum. Aber die Geräte stehen zusammen in dem Umkleideraum. Das heißt, ich muss mich da umziehen, wo andere Leute trainieren. Also ich habe keine Privacy, wenn ich mich umziehe, um zum Beispiel in den Pool zu gehen oder wenn ich aus dem Pool rauskomme, um mich wieder anzuziehen. Das ist nicht nett. Also in den Lockerroom würde ich nicht gehen zum Umziehen. So dann. I've used it nearly every day since it opened up. Sometimes he and I used it together. Okay, then let me ask you something. Do you think the posters in the boys and locker rooms could have been switched? Sumanai. Sorry, I can't really say. I never really paid any attention to the posters. I see. Sorry. But there is something that's been bothering me about the locker room. You see, I'd like to drink a little protein coffee every time I've finished exercising. We have protein coffee? Oh. In the warehouse. It's not the highest quality, but I don't have a lot of other options. I mix protein powder with coffee. Eee! And down a glass of it after exercising. Ist das gesund? Protein? Ach, Bixby, was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Du bist vorhin schon angesprungen, als ich Ding aufgenommen habe, The Coma.
Was willst du ständig von mir? Ich rede scheinbar zu viel Englisch. Ich habe keine Ahnung. Könntest du bitte ruhig bleiben? Das wäre super. Ich muss mal gucken, wie ich Bixby wieder abstelle. Proteinpulver mit Kaffee? Also das klingt auch schon recht eklig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht den Geschmack vom Kaffee ändert. Ich weiß auch nicht, ob Koffein und Protein so gesund ist. Anyway, the other day I spilled some at the carpet in the girls' locker room and it left a stain. A stain? But I don't see any stain on the carpet now. So, Dana. Exactly. I noticed it earlier. The stain has disappeared. I can only assume someone came along and cleaned it up. But still, isn't it unusual clean? As if there was never a stain to begin with. No, yes. Disappearing stain has been added to the truth bullet section of your handbook. Es wäre jetzt noch gut gewesen, wenn Sakura gesagt hätte, ja, hier an der Ecke. Weil jetzt könnte ich natürlich auch sagen, vielleicht ist der Stain unter dem Blut. Ist jetzt natürlich weit hergeholt, ne? Aber trotzdem. Aber wir erinnern uns, wir hatten nicht Fumi, wir hatten doch hier einen Fleck. Da. Gott, ist der groß. There's a stain on the carpet. What is it? Also manchmal ist das Spiel schon, gell? Oder ist unser Protagonist einfach so doof, um jetzt diese Relation herzustellen zwischen Fleck und Nicht-Fleck. Zumal das auch braun ist, wie Coffee, wie Coffee-Stain. Okay, vielleicht können wir Hina fragen, wenn wir wissen, wo Hina ist. Was kannst du mir denn eigentlich mal sagen? Weißt du denn was über die Poster? Na, wobei, der sieht nicht aus wie jemanden, der viel in den Lockerroom geht. Ding, 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 Ifumi, es kam ein Culprit, bla, Evidence. Aber ich glaube, das hatten wir schon. Der hat mir dann nichts Neues zu sagen. The Warehouse, genau. The Warehouse, das ist der Bruder vom Werwolf. Wo könnte... Da. Kann ich da bitte mal hin teleportieren? Das ist super. Nee, die ist nicht im Bad. Die war doch hier, gell? Dining Hall, ja. Nein. Jetzt habe ich die ganze Zeit Dings gespielt. Oh. The Coma und die Renntaste ist auf X. Hier mache ich mit X das Menü auf. Hina, sag mir doch mal was zu den Postern. Oh, hi Hina. How's Toko doing? Same as before. She won't come out and she just keeps on mumbling something about Genocide Jack. So I just left her there. You left her? My head was all swimming and I was getting pretty hungry. Oh, but don't worry. I'm gonna head back as soon as I'm done eating. Toko's not exactly pleasant, but I'm still worried about her. Speaking of which, what are you eating? A donut, of course. Of course? There's two things I'm sure God created out of outer space and donuts. Really? I bet Shiro would like to eat some, eat more donuts. Maybe that was her one big regret. I should have tried to spend more time with her. Come to think of it, who did she spend time with? Yeah, she was a little bit strange. Didn't really hang out with the other girls much. It was like she was trying to keep her distance from us. Actually, Sakura said something similar. She said that even though you and her invited Chihiro to exercise with you, she always refused. Yep, it's true. And it wasn't just us, either. It was like she stayed away from all the girls. Was she just shy? Alter! I don't know. She talked to the boys all the time. Isn't it kind of weird to be shy around your own sex, but totally fine with the opposite sex?
Naja, es könnte ja sein, dass Chihiro Interesse an dem einen oder anderen Jungen gehabt hat. Weiß jetzt nicht, ob das... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme auch eher mit Männern zurecht wie mit Frauen, was aber mehr daran liegt, dass ich weniger mit Frauenthemen umgehen kann, wie Make-up und Klamotten und Weggehen und so. Also ich komme mehr mit den Frauen klar, die ein bisschen älter sind, mit denen ich mich über mehr so Alltagsdinger unterhalten kann, als jetzt mit Mädels, die halt sehr auf Make-up, Klamotten, Weggehen, Haare und so. So halt diese typischen Mädchensachen. Wobei, mit Sakura hätte ich mich vermutlich gut verstanden. Ich glaube, mit der kann man ganz gut reden. Mit Celeste, bei der hätte ich mich vermutlich ganz weit ferngehalten. Sayaka, weiß ich nicht, hätte mich vermutlich mit ihr unterhalten können, aber wir wären nie Best Buddies geworden. Bei ihr, ne, ich glaube, dasselbe Spiel in Grün, so schätze ich sie mal ein. Chihiro, weiß ich nicht, ob wir Best Buddies geworden wären, allerdings ist sie ein Programmierer, das heißt, sie mag PCs. Wir hätten auf jeden Fall Gesprächsthemen gehabt. Den haben wir noch da. Jungo wäre auch absolut nicht... Also mit der hätte ich mich gar nicht verstanden, schon von ihrer zickigen Art her. Otoko... Ich glaube, da brauche ich nichts groß sagen, oder? Was da bei den Jungs? Ich glaube, da wäre eigentlich der Einzige, wo ich sage, so, geh weg, wäre wohl eher Barracuda. Ich meine, die haben alle so ein bisschen ihre Marotten, aber ich denke... Also ich habe... Wenn ich mich mit Männern unterhalte, habe ich da relativ viel Spaß. Bei den Frauen eher weniger. Die verstehen auch manchmal meinen Sarkasmus nicht so, muss ich gestehen. Ich kann auch manchmal ein bisschen eklig sein. Das mögen die auch nicht immer. Oh, wait. Maybe she was used to guys spoiling her. The law says you can't judge a book by its cover, right? You think so? I never really saw her as that kind of girl. Neues. Aya's account has been added to the truth bullet section of your handbook. Warum fragst du sie nicht wegen dem Poster? Ach Mensch, Makoto, du bist... Das ist so anstrengend, mit dem eine Investigation durchzuführen. Ich muss noch was trinken. Ah, mit Kyoko wäre ich vermutlich aber auch nie Best Buddies geworden. Die ist ein bisschen strange. Aber ich hätte mich mit ihr unterhalten können, sagen wir es mal so. Okay, ich hätte auch gern Donut. Wo sind denn die Donuts? Okay, vielleicht muss ich doch ins Warehouse, aber ich glaube, ich kann mich dann irgendwo hin teleportieren, ne? Ah, doch. Schön. Celeste. Was stehst du hier so rum? Warte mal, war hier nicht ein... Nee, the library bomb power cord. Eine Verlängerung. Ja, komm, reden wir mal mit dir. Celeste, what are you doing here? This warehouse is amazing. It has absolutely everything one might need to live a full life. From fruit, from food to clothes to tools. There is an endless supply to choose from. Ja, aber sind ja auch Klamotten für, wenn ihr älter werdet. I see that, but have you found anything related to the case? So, no. I knew you were going to ask me that. I thought talking about a warehouse itself might misdirect you, but I see this was pointless. Then you did find something? Very well. I will tell you, and only you. Last night I saw her here. Jiro was in the warehouse. What? Really? This was right before night time.
Ara, konna jikan ni konna basho de nani o nasatte iru no desu ka? Hmm, what are you doing out here this late? Chotto. I was just... Training de mo hajimeru otsumori desu ka? Are you planning to go exercise, perhaps? Nande wakatta no? What? How did you know? Sports bag kara hamidashite imasu wa yo. Aoi jaji no sode ga. Because I can see a blue track jacket sticking out of the duffel bag of your carrying. Honto da. Arigato. Oh, you're right. Thanks. Wofür bedankt sie sich? Ja. Isoideru kara iku ne. Well, I better get going. I'm kind of in a hurry. She stuffed the jacket into her bag in a hurry. It was almost like she was trying to hide it. And just like that, she was gone. Jetzt macht bitte nicht ein Case daraus, dass sie sich einen blauen Tracksuit in die Tasche gestopft hat und keinen rosanen. Das wäre super. Oder einen roten. Das wäre echt klasse. So, das war ne. I assumed she was merely stocking up to go exercise in the morning. But it would appear she ignored the nighttime rule and headed directly to the girls' locker room. Das war eure Regel. Keine offizielle Handbook-Regel. Das darf sie ignorieren. If she hadn't broken our rule, none of this ever would have happened. You get what you deserve, I suppose. So apparently, she went to the girls' locker room late at night in order to exercise without anyone knowing. But the strange thing is, there was no trace of the track, jacket or duffel bag. Celeste said she saw Chihiro carrying, which would mean the killer would have gotten rid of it somehow. Neues. Celeste, okay, es kommt zu viele Chs drin vor. Has been added to the handbook. Ich glaube, das haben wir alles schon durchgeguckt. Ich sehe aber gar keine Klamotten. Es könnte Essen sein. Okay, wir gehen hier mal wieder raus. Wir haben mit ihr gesprochen.